Eronia. Hey Leute, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Heute ist nicht Freitag und morgen ist auch nicht Freitag. Und der Tag nach morgen ist auch nicht Freitag. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf mich. Ich habe noch keinen meiner Vorsätze dieses Jahr gebrochen. Okay, ich habe mir keine gemacht. Du spinnst wohl. Sehe ich mit der Brille irgendwie doof aus? Wo die Winterzeit jetzt langsam zu Ende geht und wir auf den Frühling und Sommer zugehen, denkt man sich, okay, ne, über den Winter hat man gut gegessen, gut getrunken, sich ein bisschen gehen lassen. Und dann überlegt man sich, okay, ich könnte mal wieder ins Geschäft gehen und mir ein neues T-Shirt kaufen, das wieder passt. Weil bauchfrei bei Männern ist irgendwie so ein bisschen blöd. Mir hat einer gesagt, warum gehst du nicht ins Fitnessstudio? Als würde man im Fitnessstudio T-Shirts kriegen. Ich habe extra einen Arzt gefragt, wie ich am besten abnehmen kann. Und er meinte zu mir, mit leichter Gymnastik. Und ich so zu ihm, sie meinen Liegestütze und so. Und er sagte, nein, es reicht einfach, wenn sie mit dem Kopf schütteln, wenn ihnen jemand was zu essen anbietet. Oh, ich war gerade am Trainieren. Ich bin ein sehr guter Schauspieler. Zum Beispiel zeige ich euch verschiedene Gesichtsausdrücke. Zum Beispiel ernst, traurig, verliebt, wütend und zu guter Letzt lustig. Ja, okay, viele denken sich, der hat Talent. Aber glaubt mir, Leute, das war harte Arbeit. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Ihr könnt das auch schaffen. Ihr müsst nur hart an euch arbeiten und niemals aufgeben. Oder wie Angela Merkel sagen würde, wir schaffen das. So, Leute, das war's schon wieder. Wenn ihr euch mal ein längeres Video wünscht, so über 10 Minuten oder so, dann schreibt in die Kommentare 10 Minuten. Und wenn ihr euch ein Lied wünscht, dann müsst ihr Lied schreiben. Und wenn ihr nichts reinschreibt, dann kommt halt trotzdem ein neues Video. Bis dann!